Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wenn sich ein sprechender dreibeiniger Sessel und eine sprechende Katze auf einem Boot ein Standoff liefern, hat man keinen Fiebertraum, sondern schaut den neuen Film des Your Name-Regisseurs, nämlich Suzume. Und ich bin heute nicht alleine hier, um über diesen Film zu sprechen. Und mit mir durch Japan reist heute Kenny. Hi. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Menschen da draußen. Auch dir, hallo, Kathi. Hi, wir beide haben den Film, also ich habe die Woche gesehen, du hast ihn auch die Woche gesehen, glaube ich, oder? Warte mal, heute ist Donnerstag, wenn wir gerade aufnehmen, letzte Woche schon, am Samstag. Heute ist Samstag, aber gut. Dann genau heute vor einer Woche tatsächlich. Okay, wir werden auch gleich über den Film reden, aber bevor wir jetzt über Suzume reden, was sind deine Erfahrungen mit Filmen von Makoto Shinkai? Also hast du Weathering With You oder Your Name oder irgendwelche anderen von ihm gesehen? Also ich habe tatsächlich Your Name und Weathering With You gesehen und aufgrund von Your Name habe ich damals diese Ansprüche gehabt. Das ist für mich immer noch der beste Anime aller Zeiten. Dementsprechend sind die Erwartungshaltungen sehr hoch und habe aufgrund deswegen Weathering With You geguckt. Und natürlich, jetzt wo der neue Film da ist, muss ich natürlich auch den wieder gucken. Das ist wie dieses Studio Ghibli-Prinzip. Von dem willst du jetzt einfach alles gucken, was da jetzt kommt. Ne? Und ich mag die Filme, natürlich ist Weathering With You nicht so gut wie Your Name. An Your Name ist schwer ranzukommen. Aber da kommen wir später dann drauf, der sehr gut mithalten kann, finde ich. Aber gut, ich habe die gesehen und aus dem Grund bin ich auch ins Kino, um den wieder sehen zu können. Okay, also ich habe nur Your Name gesehen, ich habe Weathering With You leider noch nicht geschafft. Und ich habe bei uns gibt es dieses Kino-Abo, jetzt ist es ein Nonstop-Kino-Abo, wo man für 52 Euro so oft im Monat ins Kino gehen kann, wie man mag. Und nachdem es in der Zeit in dem Kino gespürt hat, dass er dabei ist, war ich so, ja komm, Your Name fand ich gut, warum nicht? Ich hab Zeit, ich gehe rein. Und ich hatte auch, also hast du Trailer davor gesehen oder so? Ich meine, ich habe den Trailer, glaube ich, mal gesehen, aber ich konnte mich daran noch nicht mehr erinnern. Ich bin da im Prinzip ziemlich blind reingegangen in den Film. Tatsächlich habe ich die Trailer gesehen, ja. Also als das angekündigt wurde, wir beim Telestammtisch, wir werden ja auch dazu quasi animiert, alles zu sehen, was irgendwie neu kommt. Also jetzt zumindest an News, ne? Und da war mir der Trailer halt schon bekannt. Und nachdem, ich hatte das ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich glaube, den ersten Trailer hatten wir schon fast vor einem halben Jahr gesehen. Kann das sein? Das ist schon eine Weile her. Boah, das weiß ich nicht. Die erste Ankündigung ist schon eine Weile her. Und dann ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann kam das wieder auf und dachte mir so, warte mal, der muss da jetzt demnächst irgendwann starten. Und dann habe ich nochmal nachgesehen und festgestellt, oh ja, das ist ja nächste Woche bald soweit. Und da habe ich mir den Trailer nochmal angesehen und dachte mir so, ah ja, genau, den Trailer kannst du doch. Ja, alles klar. Ja, ich war halt durch dieses Kino-Abo eben überraschend oft im Kino in den letzten eineinhalb Monaten. Und ich habe mir die Plakate hängen gesehen, aber irgendwie hat es mir nie einen Trailer gespürt dazu. Deswegen war mir irgendwie bewusst, dass der Film kommt, weil ich halt die Plakate mit Startup und so hängen gesehen habe. Aber so ein Trailer ist mir dann nie unterkommen. Deswegen war ich auch so, ja, mag ich sehen, weil Your Name, aber um was genau geht, egal, geh mal einfach rein. Tatsächlich ist das doch gar nicht mal verkehrt, Filme ohne Trailer anzugucken. Also ganz ehrlich, bei Your Name damals habe ich den Film, bin ich rein, ohne irgendwas darüber zu wissen. Es war einfach hier UCI Anime-Nacht. Und ich habe gehört, dass der erfolgreich war in Japan, aber ansonsten habe ich mir keine Trailer angeguckt, nichts. Und bin absolut unvoreingenommen in den Film rein. Und dementsprechend wurde ich natürlich komplett umgehauen, weil ich noch nichts vorher wusste. Zumal aber auch die Trailer da gut gemacht sind, weil der große Plot bei Your Name wurde zum Beispiel nie erwähnt. Und das fand ich ganz gut. Allgemein, mittlerweile ist es ja so, dass ganz oft Trailer schon viel zu viel von der Handlung verraten. Bestes Beispiel, wann war das heute früh, den Trailer gesehen von der Neuverfilmung von White Man Can't Jump. Der Trailer erzählt die komplette Geschichte von vorne bis hinten. Ganz ehrlich, wenn du in den Film reingehst, ohne den Trailer gesehen zu haben, bist du unvoreingenommen und kannst dich viel besser drauf einlassen, finde ich. Ich meine, Trailer sind jetzt auch kein Teufelswerk, aber wie gesagt, bei dem ist der Trailer einfach nie unterkommen. Aber gut, magst du kurz mal vorlesen und zusammenfassen, um was es geht? Suzume lebt in der ruhigen Stadt Kyushu und trifft einen jungen Mann auf der Suche nach Türen. Sie folgt ihm zu einer Ruine eines verfallenen Gebäudes in den Bergen und findet eine freistehende Tür, als wäre sie allein von der Zerstörung gerettet worden. Suzume fühlt sich von einer unsichtbaren Kraft angezogen und greift nach der Tür. Bald darauf öffnet sich in ganz Japan eine Tür nach der anderen, um das Unheil, das auf der anderen Seite lauernde Unheil, abzuwehren.
müssen sie wieder geschlossen werden. Die Orte, an denen sie kommt, haben einen Himmel, an dem alle Tageszeiten miteinander zu verschmelzen scheinen. Sterne, Sonnenuntergang und der Morgenhimmel. Ja, das klingt alles sehr poetisch. Oh ja. Wenn man das so hört. Aber trifft den Film eigentlich ziemlich gut. Also der war ein Erlebnis. Ich fand den, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und dann bin ich da drin gesessen und ich war wirklich so, okay, wow, ich finde das sehr faszinierend und sehr schön, was hier alles passiert. Ja, tatsächlich, also ich war mit ziemlich schlechter Laune ins Kino gefahren. Ich hatte ein paar Probleme, also es gab eine Umleitung, ich bin ein bisschen zu spät los. Es waren ein Haufen Menschen vor dem Kino, also weil das war der einzige Tag, an dem der Film lief. Das ist nicht so wie bei anderen Filmen, wie großartige Filme wie Manta Manta, die dreimal am Tag laufen. Und so schreckliche Filme wie Suzume, die laufen halt nur einmal die Woche. Und natürlich wollen alle Suzume sehen und niemand Manta Manta, aber ist ein anderes Thema. Und alle wollten natürlich gleichzeitig ins Kino, zu dieser einen Vorstellung. Dementsprechend stand ich Ewigkeiten in der Schlange und habe auch den Anfang des Films verpasst. Und ich bin mit wirklich relativ schlechter Laune rein. Und dann kamen noch andere nach mir und haben ihre Cola auf meine Klamotten gekippt. Und es war so ein richtiger beschissener Start. Und trotz dessen hat es der Film geschafft, mich innerhalb von 5 bis 10 Minuten in seinen Bann zu ziehen. Ich habe alles um mich drum vergessen und konnte wieder lachen und mich freuen. Ja. Also das spricht für sich, muss ich wirklich sagen. Also mit so einer Einstellung sollte man eigentlich gar nicht ins Kino gehen, das sollte man am besten gleich umdrehen. Aber der Film hat es geschafft, meine gute Laune wieder zu beschwören. Also ich finde, die Story ist so an sich, hat ein paar generische Ansätze. Klar, sie sieht eben diesen, wie heißt er? Also er ist ein Schließer, der eben diese Türen zumacht. Er heißt Sota. Und sie begegnet ihm, also Sum begegnet ihm am Weg zur Schule. Und Blitz verliebt sich in ihn im Prinzip und fahren dann eben nach. Und das Ganze hat schon so ein paar Ansätze, wo sie denkt so, ja, okay, ist klar, sie will ihn jetzt irgendwie nicht beeindruckt, aber sie stellt ihm halt jetzt nach und will da hinter ihm her und hat sich halt hart in ihn verschaut. Aber abgesehen davon sind das alles so wunderbare Charaktere. Ich finde, jeder einzelne Charakter in diesem Film hat so eine Tiefe und so eine Geschichte und so eine Ausstrahlung, dass es, also Suzume ist einfach, ich meine, sie ist weiß, sie hat beide ihre Eltern verloren, oder ihre Mama, ihr Vater, weiß nicht, was passiert ist, lebt bei ihrer Tante und reist es eben mit diesem Typen durch Japan, um diese Türen zu schließen. Dann Sota wird, das ist kein Spoiler, glaube ich, in den ersten 20 Minuten des Films in einen dreibeinigen Sessel verwandelt und bleibt im Film über auch so und hat trotzdem so viel Charakter und so viel Emotionen, obwohl er halt keine Gesichtsausdrücke, gar nichts im Prinzip zeigen kann, weil er ist ein Sessel, also was soll man als Sessel schon für machen. Dann gibt's eben diese den Schließstein, der die eine Tür geschlossen hält, der wird zu einer Katze. Und auch die hat so viel Hintergrund im Prinzip. Und auch die Tante und Freunde, die sie treffen und was weiß ich. Auch wenn sie nur ein kleines Stück von dem Film mitbegleiten, weil sie dann eben, wie gesagt, mit diesem Sessel durch Japan reist und dann auch Hilfe von anderen Leuten kriegt, die ihr halt helfen, weil sie halt keine Mittel, kein Geld, kein gar nichts hat. Und wenn die auch nur so 10, 15 Minuten im Film dabei sind, erfährt man so viel über dir. Die ganze Welt ist so schön und so belebt mit diesen ganzen Leuten, dass man sich einfach so denkt, so, ja, es ist schön, so diese Beziehungen zu sehen, die, wie sie miteinander umgehen, das ist richtig herzig. Ich stimme dir da vollkommen bei. Also, wurde es mir gerade erzählt, dass mir die ganzen Bilder wieder durch den Kopf gegangen von den ganzen Örtlichkeiten, wo die waren, weil der Film ist ja quasi so ein richtiger, so ein Roadmovie so ein bisschen, ne? Und das, was coole ist halt, also die Suzume und der Sota, die sind da wirklich durch ganz Japan geführt unterwegs, um da diese Türen wieder zu schließen. Und das führt die halt wirklich in verschiedene Ecken. Also Tokio, Kyushu, die fahren in der Nähe von Fukushima vorbei und sowas. Und das Coole ist, die bauen halt Smartphones halt noch so mit einem, mit Blick auf das Smartphone, dass du quasi eine Karte hast, dass du immer weißt ungefähr, wo die sind und wohin die auf dem Weg sind. So mit Navi und so, oder das eine Mal wird die Karte auf dem Navi von einem Auto gezeigt und so. Das ist echt cool gemacht, weil damit weißt du auch, wo die sind. Das ist für jemanden wie mich, der so ein bisschen geografieaffin ist. Und ich mich selbst schon oft dabei erwischt habe, dass ich Filme und Serien pausiert habe, weil die irgendwas erzählt haben, wir müssen jetzt dahin. Und dann schnappe ich mir mein Handy und gucke nach, wo ist denn das überhaupt? Wo müssen die denn hin? Wie lang ist denn dieser Weg bis dahin? Ne? So, und das brauchst du hier überhaupt nicht, weil die es halt so richtig schön so nebenbei so schön erwähnen, wo es ist und wo die hinfahren. Da siehst du die Strecke so und das ist echt cool gemacht. Und die Landschaften, ich meine, diese Filme wie Your Name und Weathering With You, die sind so bildgewandt. Die sind so wunderschön. Einfach, ganz ehrlich, ich könnte mir stundenlang diese Bilder angucken. Ich, absolut. Wenn es eine Serie wäre, wo einfach nur die Ewigkeiten nur durch eine Landschaft fahren und du dir das anguckst, das ist einfach wunderschön, oder?
Ja, ich finde auch. Ich liebe diesen Stil. Ich finde den wunderschön. Ja. Und wie dieses, also sie nennen es Wurm, glaube ich, was aus diesen Türen da rauskommt. Wenn das aus der Tür rauskommt, sich dann über die Städte legt, wie bedrohlich das ausschaut, wo es eigentlich nur so eine rote Wolke ist. Und das schaut alles so gut aus. Ich bin wirklich gesessen im Kino und ich fand den audiovisuell auch von der Tonebene her fand ich den so beeindruckend. Ja, das ist so eine Wucht mit den Bildern und dann mit der Musik dazu und alles, dass ich echt gesessen bin, so war, ja, dafür ist Kino gemacht, für solche Bilder und für solche Wucht, die sie erzeugen. Ja. Und weil du es gesagt hast mit dem Handy, ich finde generell, dass sie die Handys sehr smart einbauen, weil sie was machen, was ich eigentlich noch nicht so oft gesehen habe. Und zwar, sie benutzen Social Media tatsächlich so, wie Leute Social Media benutzen. Und zwar diese Katze und dieser Sessel. Ich meine, das ist ein laufender, redender Sessel. Der Sessel hat eine eigene Consciousness, weil eben Sota in diesem Sessel steckt. Der kann sich selber bewegen, der kann reden, alles. Logischerweise sind das Sachen, die Leute auf Social Media teilen, wenn sie das sehen, weil, wo sieht man das schon? Die Katze ist einfach mega süß. Deswegen, für was ist das nicht gemacht? Für Katzenbilder. Und genauso wird das auch verwendet. Es gibt eigene Twitter-Accounts oder Hashtags, die sich darum kümmern, den Weg von dieser Katze zum Sessel durch Japan zu verfolgen. Und dadurch, weil sie diese Katze eben verfolgen, um zu den neuen Türen zu kommen, wissen sie auch immer circa, wo sie hin müssen, weil sie einfach schauen auf Social Media, wer hat zuletzt diese Katze gesehen. Und das wird auch so, ich sag mal, sie geht ein bisschen viral im Prinzip, weil auf einmal jeder diese Katze kennt und Fotos von ihr machen will und sie dann halt teilt und sie so im Prinzip eine komplette Map haben, wo sie hin müssen, ne, um die nächste Tür zu schließen. Das fand ich richtig smart. Ja, das haben die echt gut gelöst. Ohne dass es quasi wie mit einem, also ohne mit dem Finger drauf zu zeigen, ne? Das ist wirklich so gut eingebaut, dass es funktioniert, dass du es Ja, nicht vor allem, hinterfragst. es fühlt sich komplett natürlich an, weil wie alt Ja. ist sie, 17 oder so, und man merkt, dass es halt in der modernen Zeit spielt. Und deswegen ist es auch komplett normal, dass sie halt ein Handy hat, logischerweise. Und das halt mit hat und auch, da gibt es aber echt gute Gags drinnen, wo sie, also sie läuft ja halt im Prinzip von zu Hause fort, weil sie sich halt so da anschließt, um eben diese Türen zu schließen. Und dann kriegt sie auch, da schreibt sie ihrer Tante und sagt so, ja, sie kommt jetzt halt nicht heim, bla bla bla. Und dann meldet sie sich ewig nicht, dann bekommt sie auch so meterlange Nachrichten von ihrer Tante, wo das ganze Kino wirklich nur gelacht hat, wie sie diese Nachricht aufmacht und so scrollt, scrollt, scrollt. Und das sind schon ein paar gute Gags dabei, die einfach über die visuelle Ebene genauso funktionieren, wo man sich so denkt, so ja, so ist es, und das ist, wie du sagst, nicht irgendwie hau drauf, wir müssen da jetzt unbedingt diese Technologie reinbringen, sondern das fügt sich ganz natürlich in diesen Film ein und passt auch mit diesem, ich sage jetzt mal, übernatürlichen oder was auch immer dieser Wurm ist. Das stört auch nicht, dass diese zwei Welten da aufeinanderprallen, weil dieses alte, wie gesagt, er ist ein Schließer, diese ganzen Legenden und Mythen und oder dieser alte Brauch mit dieser neuen Welt, das clasht sich auch nicht. Die existieren einfach da und die koexistieren und das funktioniert. Absolut. Also es sind wirklich viele Charaktere da, die wirklich auch für Lachmomente sorgen. Also gerade, wenn du nennst das Sessel, für mich ist es halt ein Stuhl. Ich weiß nicht, ob es bei dir in Österreich irgendwie andere Begriffe dafür gibt. Ja, okay, Sesselstuhl ist Es ist wirklich so ein kleiner Kinderstuhl. Also quasi sie kann ihn in der Hand nehmen und trägt ihn auch sehr viel rum. Und das Witzige ist halt, der kann sich halt bewegen, aber es ist ja halt untypisch, dass ein Stuhl sich bewegt, ne? Und dementsprechend muss es oft Situationen geben, wo er quasi stillhält und sie erklären muss, warum sie denn diesen Stuhl dabei hat. Ich meine, es gibt später noch eine Erklärung, warum sie diesen Stuhl hat, was da, ne, da gibt es einen festen genau, ja. Bezug dazu. Aber das ist wirklich niedlich gemacht. Und auch das kleine Katerchen oder Kätzchen, Daijin, heißt es, sorgt für wirklich bewegende Momente. Also es gibt so zwischenmenschliche Situationen zwischen Daijin und Suzume, und die sind wirklich, also mitreißend, absolut mitreißend, wo man dann denkt so, oh, oder so wirklich, das sind so richtig, also ich bin ja nur nicht gerade der größte Katzenfreund, ja, aber das ist absolut, also diese Kulleraugen und diese Emotionen, die dahinter dargestellt wird, ist großartig gemacht. Ja, generell hat der Film viele Themen, die er irgendwie aufgreift, auch eben so Traumaverarbeitung, weil ihre Mutter verloren hat und wie man vielleicht auch sich selber dann sieht, wenn man erwachsen ist oder wenn sich selber als erwachsen als Kind sieht und wie man über Sachen hinwegkommt. Und der hat schon, also so lustig auch ist und so schön auch ist, der hat schon ein paar sehr tiefe und wichtige Themen, die er anspricht. Und trotzdem schafft er es,
das A nicht mit dem Holzhammer zu machen, einfach drauf zu haben und sagen so, das ist so und so muss man da irgendwie reagieren, was auch immer, sondern auf eine ganz eigene Art. Und er schafft es auch, dass er nicht deprimierend dabei ist. Also klar, er hat seine Momente, wo man sich so denkt, so, oh fuck. Aber ich finde trotzdem, dass er einen wunderschönen Abschluss für alles findet. Und ich sage, obwohl er solche Themen anspricht, dass die sicher keine einfachen Themen sind und dass er auch bewusst sein muss, dass es auch um sowas geht dort, finde ich, dass der sehr schön und auf seine Art und Weise einfach trotzdem positiv ist. Absolut, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Da ist wirklich, man geht da wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause. Das ist so wirklich so ein Feel-Good-Ding, allerdings halt auch mit emotionaler Achterbahn. Also das ist nicht bloß so, dass man die ganze Zeit sich freut und alles super ist, sondern der hat halt wirklich eine schöne Dramaturgie, die einen wirklich mitreißt. Schöne Momente, freudige Momente, mitfühlende Momente, traurige Momente, da ist wirklich alles dabei. Ich gebe auch trotzdem noch eine Warnung aus. In dem Film wird das Thema von diesem starken Erdbeben von 2011, wo auch dann dieser Tsunami ausgelöst wurde, woraufhin dann diese Fukushima-Katastrophe kam, das ist ein Thema. Das heißt, es ist ja unwahrscheinlich, dass jemand, der in Deutschland lebt, davon jetzt direkt betroffen war. Falls aber jemand zum Beispiel dadurch Familienmitglieder verloren hat oder irgendwie sowas, das könnte euch triggern. Deswegen gebe ich eine kleine Warnung raus, falls ihr das Thema irgendwie noch mit euch verarbeiten müsst oder irgendwas noch ist, ne? Wie in einem Film über 9/11 oder sowas, wenn ihr da einen Bezug dazu habt, dann kann das natürlich ein Trigger sein. Nur eine kleine Warnung, dass das in dem Film quasi vorkommt. Stimmt, ja, genau. Das wird dann doch ziemlich explizit auch gesagt, was da, also, dass es sich darauf bezieht, aber ja, ist ein, wie gesagt, ich finde es sehr beeindruckender, sehr schöner Film. Jetzt nicht nur bildtechnisch, sondern auch von seiner Botschaft, von seiner Story her. Ich kann den nur absolut und uneingeschränkt empfehlen. Ja, da stimme ich dir absolut zu. Geht mir genauso. Ich würde ihn gerne nochmal gucken. Tatsächlich, das werde ich auch die nächsten Tage noch machen, vielleicht heute noch, mal gucken, wie mein Gemütszustand das zulässt. Eine Sache möchte ich auch trotzdem noch besprechen, und zwar, der Film ist ja ungefähr 2 Stunden lang, 120 Minuten, 121 Minuten, und das ist ja schon ein bisschen länger für einen Animationsfilm, ne? Das heißt, da steckt wirklich schon viel Arbeit drin. Trotz dessen hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass er länger geht, dass manche Charaktere vielleicht ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Also manche Sachen fühlen sich so an, wie mal kurz angesprochen, oder auch diese Zeit, die Suzume und Sota zusammen verbringen. Wenn man das irgendwie ausbauen könnte, dass es sich über einen längeren Zeitraum handelt, dass man da vielleicht diese Freundschaft und diese Zuneigung zueinander vielleicht besser nachvollziehen kann. Weil sonst wirkt es wieder wie bei Titanic, dass Rose sich in wie hieß er? In, du weißt schon, verliebt Check. Innerhalb von ein paar Stunden, ja. Und plötzlich, ja, die kennen sich gerade ein paar Stunden wie so ein One-Night-Stand und dann ist über alle Ohren verliebt und so. Ich hätte es halt besser gefunden, wenn der Film so ein bisschen den Zeitraum ein bisschen länger darstellt. Also nicht bloß so ein paar Tage, sondern vielleicht auch ein paar Wochen oder sowas, ne? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das habe ich auch am Anfang gemeint mit, also schon ein bisschen klischeehaft, dass sie ihn da halt auf der Straße gehen sieht und sich blitzverliebt in ihn und dann so ist, okay, sie muss mit ihm zu Japan reisen, weil he's the one, so in der Art. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde nicht, dass der Film hätte länger gehen sollen. Die 2 Stunden finde ich vollkommen okay. Aber ich verstehe, was du meinst mit dieser Zeitraum im Film. Wenn das jetzt nicht nur, weiß nicht, 3 Tage oder 4 Tage sind, was sie dort reisen, sondern wenn sie das über ein paar Wochen ziehen wird, dass das der Sache vielleicht gut dann hat, um ihre Dynamik besser zu verstehen. Ich verstehe, woher du kommst, und das würde ich auch so sagen, glaube ich. Aber natürlich verstehe ich, dass man halt so einen Film nicht auf 3 Stunden ziehen kann, zumal es halt auch ein Zeichnen, also man muss es auch zeichnen und animieren, da steckt da extrem viel Arbeit dahinter. Ja, schau, Titanic hat 3 Stunden Zeit, hat es trotzdem nicht geschafft. Siehst du? Genau. Also. Tatsächlich. Genau. Und ja, wie gesagt, ich finde einfach die Charaktere auch, ich finde vor allem Suzume einen richtig coolen Charakter, allein, dass es nicht dieses ist, dass sie sich am Anfang irgendwie, klar, bei der ersten Tür zieht sie sich so ein bisschen, ist nicht sicher, ob sie jetzt helfen soll oder nicht, aber sobald sie mal den Schluss gefasst hat, steht sie auch dazu und zieht es auch durch, und dass sie halt nicht, sag ich mal, die ist, die gerettet werden muss und die vor allem Angst oder so, sondern halt auch die wirklich ist, nachdem halt er dann Sessel ist, die da die Sache in die Hand nimmt und sich um alles kümmert, fand ich stark, und ich finde sie einen echt coolen Charakter, und auch so finde ich generell die weiblichen Charaktere in diesem Film, die auch helfen, ziemlich gut getroffen. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, also wenn es von deiner Seite uns nichts mehr gibt, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte zu dem Film. Mal für euch Zuhörer da draußen, in Weathering With You, das kannst du scheinbar nicht wissen, du hast ihn noch nicht gesehen, genau, ja, kommen die Charaktere von Your Name vor, so als quasi als Cameos.
Ich habe danach geguckt, ob das auch hier der Fall ist, ob die irgendwelche Charaktere aus den Filmen davor hier vorkommen. Mir ist es nicht bewusst aufgefallen. Ich habe auch danach gesucht, falls ich mich irre und die doch irgendwo vorkommen, vielleicht stehen sie irgendwo im Hintergrund oder ich habe es übersehen, dann schreibt's doch bitte bei YouTube oder sowas in die Kommentare, oder schickt uns eine E-Mail oder schreibt uns bei Social Media, wo auch immer ihr möchtet. Das wäre cool. Darüber würde ich mich freuen, falls das so ist. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns, wie schon gesagt, auf Insta folgen. Wir haben einen neuen Insta-Account, der Telestammtisch Filmkritiken. Da könnt ihr uns folgen oder auf Twitter oder Spotify und uns dort bewerten. Oder wir haben auch eine Webseite und E-Mail und was weiß ich. Wir haben alles. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Kenny, dass wir heute über Zoom gesprochen haben. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei dir. Ja, und Arigato. Wir hören uns dann beim nächsten Telestammtisch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.